Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar heute machen wir den lautesten Böller-Vergleich, den es eigentlich so gibt. Wir haben heute die fettesten und lautesten Böller am Start, die man so in Deutschland bekommt. Wir haben Funke D, Funke Superböller 2, The King, die aktuellste Charge 2017, die soll ja nicht so gut sein. Roter Corsair, aktuellste Charge. Dann haben wir hier die 1960er Böller von Fire Event. Den habe ich noch gar nicht geöffnet. So, hier Unboxing. Ja, okay, der ist noch zu. Dann haben wir hier noch Big Booster 2 aus der 216er Charge. Die sind auch noch richtig geil. Haben jetzt hier noch ein paar andere Superböller, können wir auch noch machen. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir mal die Schinken hier auf. Fire Event 1960er Böller. Naja, wir beginnen jetzt mal mit dem roten Corsair hier von Fire Event. 20er Packung. Hauen einfach mal so ein paar weg. Junge, der Schall ist hier schon heftig. Digga, die sind scheiße laut. Und das sind die schwächsten noch an dem Test. Und noch ein, Junge, die sind absolut krank. Zu krank, Digga. Und der Schall ist hier bombastisch, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Fire Event. Können wir mal kurz gucken, wie die nochmal aussehen. Graue Lunte. Ja, relativ weich in der Mitte. Ja, aber mal gucken. Schöne Schnipse. Der Schall ist ja noch immer so die Schnipse. Ja, Mann, der Schall ist hier echt bombastisch. Der dritte. Ist er an? Ich glaube nicht, Digga. Okay, machen wir den vierten und den probieren wir jetzt mal in der Luft. Ja, aber ich muss sagen, der rote Corsair hat schon fast mitgehalten. Also wir machen mal noch mal einen. Ein nicht lauter, oder? Also der ist lauter, Digga, der ist lauter. Auf jeden Fall. Roter Corsair, immer wieder geil. Ich habe mir 10 Packen dieses Jahr geholt. Heftig. Jetzt machen wir weiter mit den Big Boostern. Big Booster 2, Superböller 2. Was? Das ist sogar noch die 213er Charge. Also die richtig gute. Wusste ich jetzt gar nicht. Aber das wird jetzt mal echt interessant. Bis jetzt der lauteste. Unglaublich. Digga. Das geht noch viel lauter. Unglaublich, die Teile. Also wirklich unglaublich. Jetzt machen wir hier noch den von Wilco. Der war letztes Jahr auch echt gut in dieser Superböller 2 Schinken Corsair Label. Aus dem Famila haben wir den geholt. Mhm.
Ja, aber der Big Booster 2 war auf jeden Fall lauter. Der war jetzt richtig gut. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die The Kings 2.17er Charge. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Der allererste The King dieses Jahr. Galten eigentlich mit als eigentlich so der beste Böller in Deutschland. 6 Gramm NEN. Und ja, die diesjährige Charge soll nicht so gut sein. Sind steinhart. Kein Witz. Let's go. Sehr, sehr dumpf. Und nochmal einen dritten. Naja, also ich hätte mehr erwartet von The King. Also der war jetzt echt nicht so stark. Aber immer noch ein guter Böller. So Leute, das ist Super Böller 2. Wir machen jetzt die D-Böller von Funke. Das ist die allererste Charge, die hellgrün. Ich glaube, das waren damit die lautesten. Ja, fühl mal auf mich so, wenn ich anzunehme. Absolut krank. Wie soll da die neue Charge noch lauter sein? Junge. Die Schnipsel. Musst du immer mitführen, Digga. Und der letzte. Absolut heftig. Und als letztes der Super Böller 2 von Funke. Gilt meistens als ungefähr gleich laut wie der D-Böller. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung. Sehr lange graue Lunte. Auf jeden Fall ein Stück lauter. Der war jetzt nicht so laut. In den letzten Versuchen wir in der Luft. Und das war der schlechteste in der Luft gerade gewesen. Also der D-Böller auf jeden Fall kann man machen. Der D-Böller von Funke, finde ich, hat diesen Test gewonnen, Leute. Ansonsten der Big Booster 2 von Panda, da machen wir jetzt noch mal 2 Stück oder so, weil die waren auch, also finde ich, so vergleichbar mit Funke D. Ja. Auf jeden Fall, Leute, also muss ich sagen, auch der Big Booster 2 von Panda kann auch mithalten mit den Funke Böllern, hat mich echt überrascht. Jetzt wisst ihr, welcher Böller der lauteste ist für Silvester. The King auf jeden Fall nicht mehr. Wurde abgelöst von Funke D und Super Böller 2 von Panda, Big Booster 2. Wobei, das war halt die erste Charge. Also die 2.13er. Kann sein, dass die neue jetzt nicht mehr so gut ist. Aber ja, Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Haut rein und ciao.